Mein Name ist Peter Barth. Ich bin Mitorganisator hier vom Happy Erft Auenpark in Euskirchen. Sag mal, Peter, wie seid ihr hier auf die Idee gekommen mit dem Erft Auenpark? Also wir sind auf die Idee gekommen mit dem Erft Auenpark durch die Stadt. Die Stadt wollte uns was anbieten für Euskirchener Schausteller. Und da sind wir auf uns zugetreten und haben uns hier dieses Stück Park empfohlen und auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Also hier ist ja richtig grün und das kann man ja wirklich schon Freizeitpark nennen hier, oder? Ja, das ist Naherholungsgebiet aus Euskirchen, die Erftaue. Die fängt an der Kölner Straße an und hört an der Kessnicher Straße auf. Und wir haben halt ein schönes Stück gekriegt, was schönen Baumbestand hat, aber auch nicht zu viel, dass wir auch noch was an Fahrgeschäften unterbekommen haben. In den Städten wird das ja verschieden gehandhabt. Manche Städte sind da nicht so offen, aber ich glaube, die Stadt Euskirchen, die mag auch die Schausteller. Also so, wenn ich das so beurteilen darf, also durch die Marktmeisterin, die immer sehr freundlich ist in meinen Videos und so weiter. Ich glaube, die wissen hier die Kirmes zu schätzen, aber Kirmes darf man das ja eigentlich gar nicht nennen, weil das ist ja ein temporärer Freizeitpark hier. Genau, es hat Kirmes-Flair. Aber es ist ein Freizeitpark, ein temporärer. Die Stadt Euskirchen ist sehr kirmesfreundlich. Wir haben hier sehr viele Befreundete aus der Verwaltung und Politik, die auch sehr kirmesfreundlich sind. Und deswegen waren wir froh, dass sie auf uns zugekommen sind mit diesem Sahnestück, sage ich jetzt mal. Wie ist das hier eigentlich mit dem Sicherheitskonzept? Beim Eingang muss man 1 Euro Registrierungsgebühr bezahlen, muss sich eintragen. Da haben wir dann auch Security, die auch überwacht, dass sich jeder einträgt. Und dann haben wir ein Einbahnstraßensystem. Also einmal, man muss immer im Kreis laufen und halt den 1,50 Meter Abstand sollte man auch einhalten. Also fangen erstmal ganz klein an. Wir haben 2 Kinderkarussells, einen Kinderflieger, die Kinderachterbahn. Dann haben wir einen Autoscooter, wir haben die Time Machine. Wir haben den XXL, extra aus Bayern geholt. Den Breakdance, den Bayern-Breaker, auch aus Bayern geholt. Dann haben wir den Reminder mit dem Muddy-Express. Dann haben wir noch den Hollywood-Star. In diesem Jahr läuft ja wirklich alles anders, aber ich finde es auch mal interessant, jetzt mal irgendwie so komplett neue Sachen zu erleben. Irgendwie ist das schon cool, hier so eine Kirmes, also ich sag mal temporärer Freizeitpark. Kirmes darf ich ja nicht sagen. Mitten im Wald und so weiter, das ist richtig cool irgendwie, ne? Ja, es ist halt mal was anderes. Die Kirmes ist ja eigentlich immer ortsgebunden, schön in der Innenstadt. Gerade hier in Euskirchen haben wir ja 3 große Plätze in der Innenstadt. Aber hier jetzt auch mal in so einem Park zu stehen, ist auch mal was ganz anderes. Es ist ein ganz anderes Feeling. Klar, wir haben jetzt nicht die Öffnungszeiten wie an der Kirmes. Wir machen unter der Woche von 14 bis 21.30 Uhr. Sonntags von 12 bis 21.30 Uhr haben mittwochs jeweils einen Familientag mit stark ermäßigten Preisen. Montag, Dienstag haben wir Ruhetag. Wie wird das hier angenommen von der Bevölkerung? Also das erste Wochenende war sehr gut angenommen worden. Da hatten wir zum Beispiel, wir dürfen maximal 1500 Personen gleichzeitig auf dem Gelände haben. Wir hatten am Sonntag im Umlauf sogar fast 2500 Menschen. Deswegen, also es wurde gut angenommen. Letzte Woche war ein bisschen ruhiger, da hatten wir aber Donnerstag viel Regen. Dann hatten wir Freitag war es relativ gut. Dann hatten wir aber Samstag und Sonntag ziemlich heiß und dann war es leider nicht so gut angenommen worden. Aber ich hoffe, dass diese Woche, sieht das Wetterbericht ein bisschen besser aus, dass diese Woche wieder ein bisschen anzieht. Wie lange geht das hier noch? Wir haben am 9. Juli angefangen und spielen bis zum 9. August. Sag mal, Peter, kommen wir mal zum unangenehmeren Teil. Was meinst du denn, wie geht das mit der Kirmes weiter? Also mit der Kirmes, ich bin ein Realist, kein Optimist und kein Pessimist. Also ich sehe das so, die richtige Kirmes wird es erst geben, wenn es einen Impfstoff gibt. Vorher wird es halt mit diesen Pop-Up-Parks, eventuell wird die ein oder andere kleinere Kirmes auch abgehalten werden. Aber so richtig Kirmes, glaube ich, erst wieder mit den großen Düsseldorf, Krange, Pützinsmarkt. Das denke ich erst wieder, wenn es einen Impfstoff gibt. So, wie ist das hier eigentlich mit der Musik? Also mit der Musik haben wir uns überlegt, wir machen hier Einheitsmusik. Ein Kollege macht Musik für den ganzen Platz.
damit wir auch, weil wir ja direkte Anwohner, auf der anderen Seite der Bäume haben wir direkte Anwohner, damit wir die nicht belästigen müssen mit lauter Musik, haben wir gesagt, wir machen Einheitsmusik. Ist auch ein schöneres Ambiente, wie im Freizeitpark. Möchtest du vielleicht die Schausteller ermutigen, die nicht in einem Pop-up-Freizeitpark untergekommen sind, durchzuhalten? Also ich hoffe, dass alle meine Kollegen, ob sie im Pop-up-Park untergekommen sind oder nicht, dass wir alle gut diese Krise meistern. Vielleicht die, die jetzt noch nicht untergekommen sind, es wird bestimmt noch öfters welche geben. Guckt, dass er unterkommt. Und wenn nicht, toi toi toi, wir wollen, dass die Kirmes so weitergeht wie vor der Krise. Dass wir nicht, dass auf einmal nur noch die Hälfte der Schausteller da sind, das ist ja auch nicht mehr Sinn und Zweck der Übung und dann macht es auch nicht mehr so viel Spaß. Wo sitzen wir jetzt hier? Wir sitzen jetzt im Autoscooter von der Firma Günther Barth. Ich helfe meiner Cousine gerade hier mit dem Autoscooter, weil sie ja auch keine Leute hat. Deswegen übernehme ich den Part und dann hat jeder was davon. Ich bin der Sascha Tippelt aus Limburg und bin der Betreiber des Hollywood Stars hier in Euskirchen im Erftown Park. Also der Hollywood Star, das ist ja so ein richtiger Klassiker. Das kenne ich aus meiner Jugend und ich glaube, früher war das so, das hat sogar immer geschaukelt, bevor es losging, ne? Man kann schaukeln, aber wir schaukeln nicht. Ich glaube, das ist irgendwie nicht gut für die Teile, die da verbaut sind. Genau, für den Drehkranz, für die Gelenke, für die Lager. Deswegen fahren wir lieber ein paar Minütchen länger und die Fahrgäste haben Spaß. Wie lange dauert der Auf- und Abbau? Aufbauen ungefähr 8 bis 10 Stunden mit 3 Personen und abbauen 4 Stunden. Auf wie viele Transporter wird das verladen? Auf 2 Transporte. Wer ist der Hersteller? Die Firma Fels. Gibt es die eigentlich noch? Nein, die gibt es nicht mehr. In der welchen Generation seid ihr jetzt? Ich bin in der 4. Generation. Und wie ist das jetzt für euch, die Corona-Zeit? Ja, nicht so schön. Ne? Also uns wäre die normale Kirmeszeit lieber wie jetzt dieses Corona. Können Sie sich vielleicht mal vorstellen? Ja, ich bin die Lorena Lagering von Bayern Breaker. Der Name Bayern Breaker ist, erstmal sind wir aus Bayern und wir wollten uns abheben von den ganzen Breakdancer. Und es ist auch, es ist wirklich nicht nur, weil es unserer ist, es ist ein Schmuckstück und er kommt überall gut an, bei jung und alt. Also ist, ich sag mal, von dem Breakdancer ist er einzigartig und eigentlich der schönste. Ist der Hersteller auch die Firma Huss? Ja, ganz genau, Huss ist der Hersteller. Ist das eigentlich ein großes Modell oder ein kleines? Nö, das ist der kleine. 4 Kreuze hat er, ganz genau. In der wievielten Generation seid ihr jetzt Schausteller? In der 3. Generation. Und es ist ja eine schwere Zeit für euch im Moment. Ja, ganz schwierig und ist auch nicht schön. Ganz, ganz schwierig für uns. Also ich bin ja mehrere Pop-Up-Freizeitparks unterwegs und ich kann nur sagen, man darf den Kopf nicht hängen lassen. Und das ist ja auch so eine Beschäftigungstherapie, dass man nicht irgendwie in so eine Depression fällt, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt. Es ist immer ein Auf und ein Ab. Aber ich und mein Partner, mein Mann, wir geben uns gegenseitig die Kraft und wir lassen den Kopf nicht hängen. Da sind wir ein gutes Team und ja, muss weitergehen. Also ich finde das ja wirklich herrlich. Also das ist ja hier ein Outfit, also das habe ich ja bis jetzt noch nicht gesehen. Ja, der gefällt dir gut, ne? Deswegen bist du gleich hier hoch. Ne, uns auch. Wir tun uns jedes Jahr, tun wir uns immer wieder was überlegen, was wir neu machen können. Also wir bleiben nie stehen, wir gehen immer mit der Zeit mit. Egal ob das mit unserem Licht ist, mit unseren Farben, unserem Mal. Technik, also da sind wir schon gut dabei, denke ich. Vielen Dank für das nette Interview. Ach, na gerne. Ja, mein Name ist Justin und wir sind hier an der Time Machine. Hier wurde ja einiges neu gemacht an der Time Machine. Ja, wir haben unter anderem neue Planen hinten dran bekommen, dann haben wir Zahnräder neu dran bekommen, diese neu beleuchtet und auch an der Kasse haben wir was neu gemacht. Kannst du vielleicht was zu den technischen Daten sagen von der Time Machine? Ja, wir haben hier einmal 14 auf 15 Meter, ein Transport und einen 63er Stromanschluss. Wie lange dauert der Auf- und Abbau? Wenn wir schnell sind, 4 Stunden und beim Abbau schaffen wir es auch in 3 Stunden. Auf wie viel Transportern wird das verladen? Ein Transport haben wir. So eine praktische Sache. Richtig, praktisch. Sollen wir uns vielleicht mal die neuen Sachen anschauen? Klar, gerne. Also hier seht ihr einmal die Kasse, die wir neu gemacht haben. Wir haben die einmal neu beleuchtet. Ja, und dann geht es hier unten einmal weiter. Da hatten wir ja vorher die Plane.
und das Ganze ist jetzt auch schöner gestaltet und mit ins Thema einbezogen worden. Also jetzt gehe ich mit dem Markus einmal in die Anlage und dann zeige ich ihm mal die neuen Plan und was wir sonst noch neu gemacht haben. Ja, wir haben hier viel geändert. Also zum einen haben wir neue Zahnräder, die auch beleuchtet sind. Ein paar neue Fahnen haben wir bekommen. Und unter anderem auch die Plan hier auf der linken Seite, die ihr da sehen könnt. Und da seht ihr noch eine lange Plane, die wird bald verlängert mit ein paar Schildern. So haben wir die Rückwand einfach ein bisschen wuchtiger gemacht und ja, da wird halt noch ein bisschen was folgen. Lasst euch da einfach mal überraschen. Und zum einen haben wir auch eine neue Nebelmaschine. Die macht halt ein bisschen mehr Nebel und ja, das sieht dann halt im Dunkeln auch alles ein bisschen schöner aus. Kann das sein, dass hier an den Chaisen hier auch was verändert wurde? Ja, das siehst du richtig. Wir haben neue Aufkleber drauf. Ja, also der Markus, der möchte jetzt noch wissen, wie unsere Wartung hier aussieht. Wir haben hier einmal verschiedene Schmiernippel, die wir abschmieren. Ihr seht dann hier einmal das Fett. Das wird halt benötigt. Und jeden Tag morgens früh drehen wir den Arm einmal. Dann habt ihr einmal hier das große Ritzel, was ihr da seht. Und da sprühen wir dann halt Fett rein. Wie viele Motoren sind hier verbaut? Also wir haben hier 3 Motoren. Ist das hier eine Hydraulik? Ja klar, das ist halt Hydraulik, damit die Arme nach oben fahren können. Soll ich was erklären? Das ist der Hauptantriebsmotor von dem mittleren Arm der Time Machine. Dieser Hebel hier, das ist die manuelle Bremse. Den brauchen wir beim Auf- und Abbauen oder beim Warten. Heißt, wenn ich den jetzt durchtrete, könnte man den drehen. Ich weiß nicht, ob du hier mal filmen kannst. Das ist der Sensor, der das anhält. Wenn der auf dieser Position ist, stoppt er das Fahrgeschäft. Die Platte hier und das da drunter, wenn er das Signal empfängt, dann hält er das an. Dann kann man erst Geländer auf- und abfahren und starten oder anhalten. Und dementsprechend auch Bügel öffnen. Das ist sehr interessant. So ist es. Alles klar, dann packen wir es an, wir starten die Maschine. Es geht los! Herzlich willkommen an Bord, Freunde. Fangen wir mal ganz langsam an, die Runde zu kennenlernen. Hallöchen, locker, vom Locker, ganz tief entspannt. Los, los, los! Jetzt kommt Toni, Kiste, Freunde. Alles Hase, ja, Happy Erftown Park und können Sie sich vielleicht mal vorstellen? Hallo, mein Name ist Günther Winter. Und hier im Happy Erftown Park gibt es auch Leckereien, ne? Ist doch richtig? Ja, ist richtig. Es gibt im Prinzip fast alles, was es genau auf der Kirmesplatz auch gibt. Was gibt es hier an Zuckerwaren auf dem Platz? Zuckerwatte, Popcorn, gebrannte Mandeln, Schokofrüchte, Paradiesäpfel, sowas halt. Was gibt es hier an Spielgeschäften? Bogenschießen, Pfeilwerfen, Entenangeln, Schießwagen, ist für jeden was dabei. Ja, im Hintergrund sind sie auch noch mit Pommes, Krakauer und frische Reibekuchen. Und alle, die Lust haben, herzukommen, sind natürlich herzlich eingeladen. Wir haben kostenlose Parkplätze, es gibt für jeden was an Geschäften, an Attraktionen, für kleine Kinder was, für alte Leute was. Wir haben für jeden was dabei. Ihr könnt essen, trinken, Spaß haben, wie ihr es gewohnt seid.
Thank you.